So, jetzt aber. Jetzt? Ja, genau. Naja, genau, die schnellste Infosendung der Welt berichtet schon heute vom Literaturpreis Ohrenschmaus, der letztes Jahr im Dezember stattgefunden hat. Hier spricht Marcel Waller, Ihr Moderator, und herzlich willkommen bei Naja, genau. Die intelligente, humorvolle TV-Sendung. Schon zum 13. Mal findet der Literaturpreis Ohrenschmaus statt. Literatur von Menschen mit Lernschwierigkeiten. Durch die heutige Sendung führt David Tritscher. Als erstes werden die Ehrenpreise gelesen. Text Nummer 1 von Wolfgang Prochaska. Bam. Erde aufwachsen. Bam wachsen. Bam. Erde. Bam, große. Bam, bam. Bam wachsen. Erde. Wind, Wind, Sturm. Bam, Wind geht. Bam, oben fliegt Blätter. Sturm, Regner, Sturm geht. Regnen. Was bedeutet es dir beim Ohrenschmaus, Texte von Menschen mit einer Beeinträchtigung lesen zu dürfen? Ich habe die Freude, dass ich seit Anfang an dabei bin. Also ich bin seit 13 Jahren dabei, mit Ausnahme eines Jahres, wo ich nicht konnte. Und es ist mir so wichtig, dass ich immer darum bitte, dass sie mir die Termine so früh wie möglich sagen, dass ich mir es frei halten kann. Und es ist mir bis auf einmal wirklich gelungen. Super. Und was mich so freut, ich kenne jetzt schon so viele Autoren und Autorinnen und Zuhörer und Teilnehmende. Und das ist so schön. Für mich ist es ein bisschen wie Familie. Was geben dir diese Texte persönlich, wenn du die jetzt liest? Und du gehst jetzt, keine Ahnung, du liest sie und denkst wahrscheinlich dann auch darüber nach. Was hinterlassen die bei dir? Also ich bin immer fasziniert von der Form. Also ich komme sehr aus der Sprache. Und ich muss echt sagen, dass ich oft die sprachliche Form unglaublich toll finde. Und so eine Mischung aus einer großen Direktheit, das finde ich so faszinierend. Dass die Dinge ganz einfach beschrieben werden, aber mit einer unglaublichen Tiefe, dass sie manchmal so lustig sind, dass ich mich total abhauen muss. Ich habe ja auch so einen Kicherer. Und was ich für Texte immer so wichtig finde, und daran erkenne ich für mich gute Texte, dass sie sofort eine Sprache haben. Man findet sofort einen Tonfall, man findet sofort, wie man die sprechen muss und kann, und dass sie total ans Publikum gehen. Und das ist so das Schöne, dass es sofort der Dialog ist mit den Menschen und Zuhörern. Also auch wenn ich das jetzt bei dir richtig verstanden habe, auch wenn es wenig Worte, die auf Papier gebracht worden sind. Ja, so wenig Worte sind es oft gar nicht. Manchmal ja, manchmal aber... Manchmal schon, aber auch lange. Ja, ja. Ja, aber ich meine, das ist ja, entweder sind es lange Texte, die viel Raum brauchen, um sich zu entwickeln, um dann die Aussage zu machen, oder es sind ganz, ganz verdichtete Texte, die eben durch das leben, dass ganz wenig ist und durch das, was nicht gesagt wird und was dann aber gesagt wird. So, das finde ich so schön daran. Der zweite Text, der ist von Friedrich Schmoll. Wildtierflüsterer. Ich würde gern mit Tigern, Löwen und anderen Raubkatzen arbeiten. Auch mit Schlangen. Möchte sie alle kennenlernen. Möchte sie berühren. Möchte ihr Fell spüren. Möchte er fühlen, ob es weich ist, so wie eine Decke? Würde gerne kuscheln mit den Raubtieren. Ein Fuchs hat ein sehr weiches Fell, das weiß ich schon. Ein kleiner Fuchs schlief einmal in meinem Zelt.
Ja, damals, als ich im Wald übernachtete. Er hatte sich verirrt, kam zu mir. Ganz ein Junger war er. Hier die Preisträgerinnen und Preisträger, die gesammelten und gesamten Texte, im Grunde der ganzen Jahre, findet ihr im Internet unter www.ohrenschmaus.net. Wir kommen jetzt zu einer der Hauptpreisträgerinnen. Großartigen Text über das Leben eines Menschen schreibt, ihres Lebens, die auf Betreuung und Institutionen angewiesen war oder ist. Wir müssen die Beiträge ja kürzen und können nicht alle zeigen. Diesem ist aber etwas länger gewidmet, also lehnen Sie sich zurück und hören Sie genau zu. Literatur vom Feinsten. Menschen mit Beeinträchtigungen haben ein Recht auf Partnerschaft und auf Sexualität. Das war sehr lange ein Tabuthema. Wir haben auch keine Hefte darüber lesen dürfen. Solche Hefte hat man uns weggenommen. Wir waren nur Mädchen im Heim. Ich habe einmal einen jungen Mann kennengelernt. Er hat mich besuchen wollen. Aber bei den Schwestern war das unmöglich. Ich war damals 17. Der junge Mann war auch nicht viel älter. Vielleicht war er 2 bis 3 Jahre älter als ich. Das weiß ich nicht mehr. Ich habe mich immer nach einem Freund gesehnt. Erst 2002 habe ich einen Freund bekommen. Und der wollte nur Sex mit mir haben. Der Kontakt ist mir nicht verboten worden. Ich bin von selbst drauf gekommen, dass wir nicht zusammenpassen. Bei uns ist es jetzt erlaubt, dass man einen Freund hat. Bei uns gibt es auch das Gütesiegel Sexualität. Das Thema Sexualität ist kein Tabuthema mehr. Menschen mit Beeinträchtigungen haben ein Recht auf Privatsphäre. Früher habe ich keine Privatsphäre gekannt. Immer waren andere Mädchen um mich, die mir sogar zugeschaut haben, was ich mache. Ich habe hauptsächlich gelesen und geschrieben, manchmal auch mit anderen gespielt, zum Beispiel Mensch, ärgere dich nicht. Ich habe Tagebuch geschrieben. Es hätte jeder darin lesen können. Es hat keinen Kasten zum Einsperren gegeben. Und bei mir im Zimmer haben 6 bis 8 Mädchen geschlafen. Es war schwierig, weil wir uns früher tagsüber nicht im Zimmer aufhalten durften. Auch meine Post ist einmal gelesen worden, weil die Oberin nicht wusste, wer mir geschrieben hat. Es war eine Freundin und die hat etwas Schäbiges über die Schwestern geschrieben. Sie hat sich auch über die Schwestern lustig gemacht. Das hat mir auch gefallen. Aber ich habe eine Strafe bekommen. Ich musste dieser Freundin zurückschreiben und diesen Brief musste ich der Oberin lesen lassen. Ich habe heimlich noch einen Brief geschrieben. Und zwar mit Geheimschrift. Mit Zahlen statt mit Buchstaben. Zum Beispiel A ist 1, B ist 2, C ist 3 und so weiter. Gott sei Dank ist es jetzt nicht mehr so. Ich habe eine Wohnung, ich habe auch ein Handy und ich kann Post empfangen, die niemand anderer liest. Und ich kann selber bestimmen, was ich wen lesen lasse. Menschen mit Beeinträchtigungen können die Einrichtungen uneingeschränkt nutzen. Als Interessenvertreterin kann ich das IV-Büro nutzen. Ich kann unsere Gemeinschaftsräume nutzen und ich kann die Bücherei nutzen. Aber Rollstuhlfahrer können uns nicht besuchen, weil es in unserer Wohngruppe keinen Aufzug gibt. Menschen mit Beeinträchtigungen wissen, wie sie mit Gewalt umgehen können. Früher waren sogar die Betreuungspersonen bzw. die Schwestern gewalttätig, wenn ihnen an den Mädchen etwas nicht gepasst hat. Sie haben uns zwar nicht geschlagen, aber ziemlich hart angepackt. Sie haben mich gezwungen, etwas zu essen, vor dem mir gegraust hat. Milchnudeln oder was? Ich bin auch gezwungen worden, in die Kapelle zu gehen, obwohl ich Besuch hatte.
Und ich bin bloßgestellt worden, weil mir durch die Periode ein Malheur passiert ist. Später wurden diese Methoden abgeschafft. Wenn ich Besuch habe, kann ich mit dem Besuch alleine sein. Ich werde zu nichts gezwungen, ich werde auch nicht bloßgestellt. Bei uns hat es auch einen Selbstverteidigungskurs gegeben. Und ich weiß, wie ich mich vor Gewalt schützen kann. Wie hat dir der Haupttext, also der Gewinnertext gefallen, das mit dem 45 Jahre in einer Einrichtung? Ja, ich muss ja sagen, dass mir jeder Text sehr gut gefallen hat. Dieser Text über die Einrichtung, der war insofern so toll, wenn man so einen Eindruck bekommen hat, wie es wirklich ist. Das hat man ja gar nicht oft so. Und das fand ich irrsinnig für mich total bereichernd, weil ich jetzt viel mehr weiß, wie so der Ablauf ist von einem Menschen, der ein bisschen nicht eigenbestimmt ist. Und eigentlich ist es eh so, wie ich es mir gedacht habe, dass es nicht immer nur gut ist. Und dass man aber darum kämpfen muss, dass man seine Würde und seine Rechte wahrnehmen darf. Und das finde ich super. Was bedeutet es dir, diese Texte von diesen Menschen auf der Bühne vorlesen zu dürfen? Ja, das ist eine wahnsinnige, ich will ja jetzt nicht, dass das jetzt so schleimerisch klingt, aber das ist eine wahnsinnige Ehre. Es ist eine Ehre und aber auch eine Aufgabe, weil ich der Meinung bin, wenn die Autoren es selber lesen würden können, dann würden sie schon so gut lesen wie niemand anderer. So ist es meine Aufgabe, mich in den Dienst dieser Texte zu stellen. Und es ist schwer zu erklären, wenn man an etwas teilhaben darf, was, das wurde ja heute genannt, so viele Türen aufmacht. Weil man sagt, hey, das ist unglaublich, was da dahinter steckt, wie viel Humor da ist, wie viel absurder Humor, wie viel Klugheit. Das ist schon so ein vorgezogenes Weihnachtsfest, ein bisschen da dabei sein zu dürfen. Glaubst du, dass es, das ist, was mit den Menschen macht, das ist mir klar. Aber glaubst du, dass Menschen, die genau solche Texte schreiben, von der Gesellschaft anders wahrgenommen werden? Ja, wenn die Gesellschaft einen Zugang zu diesen Texten findet und die Möglichkeit findet, sie konsumieren zu können, dann schon. Und darum sind solche Veranstaltungen so wichtig, dass die Menschen die Möglichkeit haben, einen Einblick zu bekommen in das, was Menschen mit Beeinträchtigungen so tun. Und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, solche Veranstaltungen. Wahnsinnig wichtig. Wie soll man Leute mit Behinderungen in Medien darstellen? Ich meine, so genau weiß ich es auch nicht. Schnecken könnte ich niemals essen. Oder Froschschenkel. So. Sobald man Leute in eine Schublade steckt, ist man irgendwie auch selber in einer Schublade drin. Wie viel Kaffee holen Sie sich heute? Herr Jeindl, darf ich Ihnen bitte einen Kaffee bringen? Natürlich, Sie dürfen mir auch 5 Kaffee bringen. Herzlich willkommen bei Nage, ja genau. Die intelligente, humorvolle TV-Sendung. Du warst ja die Moderatorin vom diesjährigen Ohrenschmaus. Wie bist du darauf gekommen? Ich rede immer wieder gern und halt auch vor mehreren Leuten. Und weil ich halt eine mutige Frau halt bin. Finde ich toll. Gibt es eh so weniger. Welcher Text hat dir am besten gefallen? Das mit der Waschmaschine. Franziska kauft sich eine neue Waschmaschine. Die Waschmaschine steht im Badezimmer. Franziska schließt die Waschmaschine an, vergisst aber, die Sicherung rauszunehmen. Die Waschmaschine hüpft gleich aus dem Fenster und haut ab. Franziska rennt der Waschmaschine hinterher. Die Waschmaschine will nicht mehr in die neue Wohnung.
Die Waschmaschine schreit. Lass mich in Ruhe, Franziska. Die Waschmaschine rennt zum Teich hinunter. Franziska stürzt. Und die Waschmaschine lacht sie aus. Franziskas Kleidung ist dreckig und sie kann sie nicht waschen, weil ihre Waschmaschine abgehauen ist. Franziska versucht, die Waschmaschine einzuholen, doch sie rennen um die Wette. Die Waschmaschine hat keine Augen und kläscht an einen Baum. Franziska sagt, und? Hat das wehgetan? Franziska lacht die Waschmaschine aus. Die Waschmaschine kriegt einen Wutanfall. Sie fängt an, ganz heiß zu waschen. Um sich zu rächen, lässt sie Franziskas Wäsche eingehen. Franziska kniet sich vor die Waschmaschine und fleht sie an, es nicht zu tun. Sie sagt, komm wieder nach Hause. Die Waschmaschine sagt, lass mich in Ruhe. Die Waschmaschine und Franziska gehen getrennte Wege. Franziska geht eine Runde spazieren, setzt sich auf eine Bank und denkt über ihr Leben nach. Die Waschmaschine findet ein altes, verlassenes Haus. Dort wohnt sie dann. Franziska sagt, die Waschmaschine soll dort bleiben, wo sie will. Ich brauche sie nicht. Franziska kauft sich eine neue Waschmaschine und fragt gleich nach, ob sie wegrennen kann oder nicht. Sie probiert es im Geschäft aus und gibt der neuen Waschmaschine einen Tritt. Die Waschmaschine bleibt ruhig stehen. Der Verkäufer versichert, die kann nicht gehen. Die bleibt ruhig. Franziska ist mit ihrer neuen Waschmaschine glücklich und zufrieden. Sie kann wieder ihre Wäsche waschen. Jetzt lacht Franziska und hat eine Freude. Sie wäscht 20 Hosen und 20 Hemden. Vor lauter Freude hat sie vergessen, den Schlauch reinzutun. Es gibt eine kleine Überschwemmung im Bad. Sie muss alles aufwischen und dann ist sie wieder zufrieden. Happy End! Bist jetzt ein, oder bist schon, ich nehme an, sehr langer Zeit Jurymitglied. Macht es für, oder ist es für dich schwer, die Texte auszuwählen? Sehr schwer. Wahnsinnig schwer. Heuer waren es 111 Texte. Und ich mache immer auf jedem meine Zeichen. Und dann brauche ich noch einmal 2 Tage, wo ich dann noch einmal reduziere und noch einmal reduziere. Und dann komme ich in die Jury-Sitzung und sage, ich habe mindestens 40 Preisträger. Und dann schaue ich, was haben die anderen, wo treffen wir uns mit den anderen. Wie lange dauert es, bis wirklich die Preisträger ausgewählt worden sind? Ich nehme an, wenn's heuer 140 Einsendungen gibt, dann passiert das auf mehrere Tage. Nein, es ist interessant. Es gibt Jahre, wo wir ganz anderer Meinung sind. Jeder hat, also einer sagt Nummer 36, einer sagt Nummer 63, der dritte sagt 147. Und dann gibt es Jahre, wo wir eigentlich sehr ähnlicher Meinung sind, wo es dann relativ schnell geht. Es gibt Jahre, wo wir sagen, die Qualität ist sehr verschieden. Und es gibt Jahre, wo wir sagen, es ist alles auf sehr gleich hohem Niveau. Es ist immer verschieden. Es ist wirklich immer verschieden. Es gibt kein Patentrezept. Welche Texte gehen dir besonders nahe? Also heute war das wirklich alles am Podium. Ja? Es waren diese Lebensberichte, die einen zu Tränen berühren und wo man wirklich innerlich ganz wund ist, wenn man sie hört und so tiefen Respekt hat vor den Menschen, die das auch noch formulieren können.
Dann gibt es diese kurzen, extrem freien, poetischen Texte, wo eine Waschmaschine herumhupft oder mit ein paar Strichen nur etwas gezeichnet wird. Also ich muss, es klingt vielleicht komisch, aber es ist der Ohrenschmaus die beste Literatur, zeitgenössische Literatur, die ich kenne. Birgit Schanznick, mein Bur geht in die AIDA. Mein Bur geht in die AIDA. Gell? Stellt euch das vor, er geht aus dem Haus um 8 in der Früh. Wie lang ist das her? Hat er den Peter Cornelius getroffen? Lieber Franz Josef, du hast den Ohrenschmaus erfunden oder gegründet. Was bedeutet dir das, heute Abend hier zu sein und die Preisträgerinnen mit ihren Gedichten zu hören und zu sehen? Jetzt zunächst ja, sehr schön und bewegend, berührend zu sehen, also sehr Texte zu hören, die einen oft sehr zum Nachdenken anregen und traurig machen oder wütend machen, wie heute der Text über die Sterilisation von dem jungen Mann oder auch die Entwicklungsgeschichte der wie Menschen mit Behinderungen in Einrichtungen leben oder auch so lustige Texte wie die Waschmaschine, wo sich auch Beziehungen ausdrücken. Und das sind ehrliche Gedanken, Empfindungen, Gefühle und die sehr authentisch wiedergegeben werden. Wie erlebst du das persönlich, was sich über, sagen wir mal, über die Zeit einfach getan hat? Es ist erschreckend, wenn man das hört und die Situation, die sehr nüchtern und sachlich beschrieben worden ist von dem Autor, was ihm zugestoßen worden ist. Und ich hoffe, dass sich das nicht wiederholt und dass sich doch vieles geändert hat in der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen, dass es um Inklusion geht und Barrierefreiheit. Natürlich ist nicht auszuschließen, dass immer wieder auch Fälle passieren werden, die diskriminierend sind und wo man aufzeigen muss und aufschreien muss. Aber ich glaube, die gesamte Situation hat sich stark verbessert. Was müsste sich in deinen Augen, ich meine, hat sich viel geändert, aber was müsste es in deinen Augen noch, was müsste sich da noch verändern? Gibt es eine Sache, wo du sagst, okay, das müsste sich noch ändern, wo ich mir denke, okay, jetzt wäre es noch besser? Ja, da gibt es mehrere, aber vor allem die Institutionalisierung, also dass man wegkommt von großen Einrichtungen hin zu kleinen Wohngemeinschaften, zu selbstbestimmtem Leben durch persönliche Assistenz, oder das Erwachsenenschutzgesetz ist ein sehr positives Beispiel, wo man nicht mehr besachwaltet wird, entmündigt wird, sondern unterstützt wird in seiner Potenzialen und Fähigkeiten, und in diese Richtung müssen wir weitergehen. Okay, danke für das Interview. Ja, bitte. Ja, so sehen Gewinner aus. Franz Josef Hureinig hat diesen Literaturpreis Ohrenschmaus ins Leben gerufen und einiges bewegt damit. Und wir konnten euch gar nicht alles zeigen, was wir euch gerne gezeigt hätten, darum bitte unbedingt nachschauen.
unter www.orangemaus.net, da könnt ihr alle Texte nachlesen oder euch vorlesen lassen. Wir haben nun noch eine flotte Ankündigung zu machen. Es gibt noch einen wichtigen, wichtigen Film. Ja, ihr müsst das unbedingt schauen. Wenn nicht, dann ist das euer Problem, ja? Ihr müsst das ganz, ganz wichtig anschauen. Der Film hat damals gewonnen. Und zwar beim Intakt-Festival in Graz. Ein Eiskunstläufer, kürmlich. Mein Kopf drinnen. Bis ich reingekommen bin, noch aufs Eis. Ja, dann war's super. Hier nun im Anschluss auf OktoTV's Die Eiszeiten. Bitte diesen Film auch so anschauen, das wird nämlich kaum thematisiert, dass dies ein inklusiver Film ist, das heißt, auch Menschen mit Lernbehinderungen, mit Behinderung haben diesen Film mitgemacht, mitgestaltet. Tja, die halbe Stunde ist schnell vergangen, wir müssen uns jetzt verabschieden, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch und eurer Geduld und eurem Zuschauen. Ich freue mich, dass heute David Zeit hatte. Und bin mir ganz sicher, dass wir uns wiedersehen. Ciao, Baba.